Mika, herzlich willkommen an der Bremer Brücke. Das erste Mal hier in Osnabrück. Gestern der Transfer ganz kurzfristig zustande gekommen. Erklär mal kurz, wie war dein Tag? Ja, war ein sehr langer Tag. Viele fahren. Aber sehr zufrieden, dass du da sein. Zum ersten Mal zum Bremer Brück sein. Und ja, das war ich sehr zufrieden. Ich kann warten zu spielen. Du hast dich im Vorfeld mit dem Wechsel beschäftigt, hast dich ausgetauscht. Mit wem hast du gesprochen? Ich habe mit dem Sportdirektor gesprochen, auch Trainer Tobi. War top gesprochen. Und das hilft mir auch mit meinen Entscheidungen. Du bist Franzose, hast zuletzt in Italien gespielt, jetzt wieder in Deutschland. Was schätzt du an Deutschland, an der deutschen Mentalität? Ja, ich wollte nach Deutschland zurück sein, weil ich denke, für mich ist die beste Liga. Auch mit Fans sind unglaublich. Und ich brauche das. Ich denke, das ist eine Liga für mich. Du hast in Deutschland schon in der ersten Liga gespielt, auch ein paar Spiele in der dritten Liga gemacht beim FC Bayern München. Die zweite Liga ist ganz neu für dich. Mhm. Was glaubst du, wie schätzt du die Liga ein? Was erwartet dich da? Ah, für mich ist ein zweite Liga, aber ist wie ein erster, weil viele große Clubs sind da. Und für mich ist ein geiler Verein, geile Chance, das zu haben, zu wieder schauen, zu Leuten, das kann ich machen. Und ich kann nicht warten. Aus der Mannschaft kennst du, wenn ich es richtig einschätze, nur eine Person. Das könnte Ochi Vriet sein, mit dem hast du zusammen in München gespielt. Mhm. Du warst bei den Profis, er ab und an auch. Du hast auch mal Drittliga gespielt. Habt ihr euch schon ausgetauscht? Freut ihr euch, euch wiederzusehen? Ja, klar. Ich kann nicht warten, zu meinen Kollegen sehen und arbeiten mit dem. Weil jetzt, ich will nur Fußball gespielt, nur Spaß haben mit Kollegen und Fans. Und ich bin sehr zufrieden, zu wieder Ochi sehen. Die Fans haben sich sehr gefreut gestern, als wir den Transfer vermeldet haben, dass du beim VfL Osnabrück spielen wirst ab sofort. Wenn du dich vorstellen müsstest, was sind die Stärken von dir? Ich denke, meine Pass, meine Kreativität kann sehr gut sein. Und jetzt ich muss mehr defensiv geben. Und ja. Ich hoffe, zu gut macht da in Bremer Brück für die Fans, für die Club, für alle. Und das, was ist wichtig, ist, dass ich gebe alle und bereit sein für die nächste Spiel. Du hast eine ganz bewegte Karriere hinter dir. Du hast schon ziemlich viele Titel gewonnen. Das ist sehr besonders. Das war wahrscheinlich auch für dich sehr besonders. Ja, ich habe ein paar Titel gewonnen, aber ich wollte einen neuen Start gemacht. Und das ist, ich bin in Osnabrück gekommen, weil ich denke, es ist der richtige Platz, da zu sein und zu arbeiten mit Coach Tobias und diese Staff. Ich denke, es ist die richtige Step. Kanntest du Tobias schon vorher, vielleicht aus der Münchner Zeit? Ja, klar. Klar. Hat er dich vorher auch kontaktiert und dich versucht zu überzeugen von einem Wechsel in Osnabrück? Ja, mein Telefonanruf gemacht und das war wichtiger für mich.